Heute möchte ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Als ich vor 9 Jahren angefangen habe mit Gärtnern, kommt mal mit, ich zeige euch das mal. Da war hier alles in meinem Garten, sah hier so aus. Genauso wie ihr das hier seht, war alles voller Bäume. Und hier vorne, das kleine Stück, wo hier die kleinen Mini-Hochbeete sind, hier, das war das einzige Stück, was quasi baumfrei war. Also hier wurde nach und nach alles weggeschnitten. Wie das eben so als Gartenanfänger ist, man kennt sich noch nicht so gut aus. Und ich habe mir überlegt, was baue ich denn auf diesem kleinen Stück, wo genügend Licht hinkommt, was baue ich denn da an? Ich dachte so, ah, Tomaten. Ich habe so eine Lust, Tomaten anzubauen, aber Salat habe ich auch Lust. Oder Buschbohnen hätte ich auch Lust gehabt. Zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass es Mischkulturen gibt. Also ihr kennt das vielleicht, der eine oder andere, der anfängt jetzt mit Gärtnern, der hat vielleicht schon mal was von guten und schlechten Nachbarn gehört. Und diese guten und diese schlechten Nachbarn gibt es natürlich auch für Tomaten. Und ich möchte euch deswegen heute 5 schlechte Nachbarn für eure Tomaten vorstellen. Gemüsekulturen, die ihr definitiv nicht zusammenpflanzen solltet, weil sonst könnte es echt zu bösen Überraschungen kommen. Psst. Und am Ende des Videos werde ich euch natürlich auch noch gute Gemüsekulturen verraten, die ihr in Mischkulturen mit euren Tomaten anbauen könnt, damit die gut vor Krankheiten geschützt sind und damit die einen richtig guten Geschmack haben. Eine Woche ist es noch hin, dann können wir unsere Tomatenpflanzen auch hier ins Foliengewächshaus pflanzen. Ich warte jetzt noch die Eisheiligen ab. Sicher ist sicher. Ich habe jetzt so lange gewartet. Jetzt kann ich auch noch die eine Woche warten. Aber eines ist sicher, diese Gemüsekultur solltet ihr definitiv nicht in der Nähe eure Tomatenpflanzen pflanzen, und das sind Kartoffeln. Das ist nämlich ein ganz schlechter Nachbar. Beide Gemüse zählen zu der Gruppe der Nachtschattengewächse und die werden von folgender Krankheit befallen, von der Kraut- und Braunfäule. So, das ist ein Pilz, der auf den Knollen in der Erde überwintert. Kann natürlich auch sein, wenn ihr hier irgendwie umgrabt, dann stoßt ihr plötzlich auf so eine Kartoffel und denkt, ach schön, Mensch, die kann ich doch gleich hier noch im Folientunnel mit einpflanzen. Dann habe ich hier gleich auch Kartoffeln angebaut. Das wäre eine ganz schlechte Idee, denn die Sporen des Braunfäulepilzes werden über den Wind oder über den Luftzug verteilt und landen dann auf den Blättern eurer Tomatenpflanzen. Und wenn diese Blätter feucht sind, dann dringt der Pilz in eure Tomatenpflanzen ein. Wenn jetzt natürlich die Kartoffeln hier direkt im Folientunnel oder im Foliengewächshaus, im Gewächshaus oder auch im Freiland direkt neben den Tomatenpflanzen gepflanzt sind, ja, dann haben die Sporen einen ganz kurzen Weg und landen direkt dort, wo sie hinwollen, nämlich auf den Blättern eines anderen Nachtschattengewächses. Von daher sollte die räumliche Distanz zwischen Kartoffelpflanzen und Tomatenpflanzen so groß wie möglich im Garten sein, wenn das möglich ist. Ist natürlich, weiß ich, dass es nicht bei allen möglich ist, aber wie gesagt, baut die so weit wie nur möglich getrennt voneinander an. In den meisten Fällen kann man diese Infektion mit der Kraut- und Braunfäule nicht verhindern, aber man kann sie zeitlich hinauszögern. Ja, Freunde, und schon sind wir bei Pflanze Nummer 2, die auf keinen Fall neben euren Tomatenpflanzen pflanzen solltet, und das ist Fenchel. Fenchel ist so ein Ding, wo man sagt, ich habe echt noch nie in meinem ganzen Leben Fenchel angebaut. Ich werde es auch, glaube ich, nie machen, mag ich einfach nicht. Aber es gibt ja auch Leute, die den total gerne mögen, und das ist auch wirklich total okay so. Aber ihr solltet auf jeden Fall den Fenchel dann nicht neben euren Tomatenpflanzen pflanzen, weil da könntet ihr einen Vorgang beobachten, der sich folgendermaßen äußert: Der Fenchel, der gedeiht prächtig, aber irgendwie die Tomatenpflanzen wachsen einfach nicht weiter. Was ist denn da los? Und da gibt es so einen Vorgang, oder da gibt es einen Fachbegriff dafür, für diesen Vorgang, der da in der Unterwelt passiert, und das ist Allelopathie. Und das ist, wenn Pflanzen chemische Verbindungssubstanzen über ihr Wurzelwerk absondern, die das Wachstum anderer Pflanzen behindern. Der Walnussbaum ist auch ein gutes Beispiel dafür. Der sondert auch verschiedene Stoffe ab, die das Wachstum von anderen Bäumen und Pflanzen in der Umgebung hindern. Und genauso macht das auch der Fenchel. Von daher werdet ihr definitiv in der Nähe des Fenchels keine gute Tomatenernte haben. Und von daher bitte getrennt anbauen. Ja, Freunde, ich bin ja gerade am Überlegen, wo pflanze ich denn am besten meine Gurkenpflanzen hin? Eigentlich könnte ich die ja doch direkt neben den Tomatenpflanzen anbauen. Wäre das eine gute Idee?
Also vielleicht dort, ich zeige euch das mal, was denkt dann, wenn ich jetzt, da kommen dann ein, zwei Tomatenpflanzen und dann daneben vielleicht eine Gurkenpflanze. Das wäre doch eigentlich auch vom Platz ganz okay. Und Leute, ihr könnt euch schon denken, wenn ich schon so doof frage, da ist doch jetzt wieder auch irgendwas faul. Und ihr solltet natürlich nicht Gurken und Tomatenpflanzen zusammen anbauen. Und warum ist das so? Also die beeinflussen sich jetzt nicht irgendwie negativ, dass die da irgendwelche Wurzelextrakte absondern, die das Wachstum der anderen Pflanze hemmen. Aber Gurken- und Tomatenpflanzen haben zwei völlig unterschiedliche Anforderungen an die Luftfeuchtigkeit. Also Gurkenpflanzen, wisst ihr vielleicht, die mögen es, wenn die Luftfeuchtigkeit richtig hoch ist. Das muss da irgendwie so sein. Wenn er da in so ein Gurkengewächshaus kommt, da schwitzt ihr, das ist wie im Dschungel. Und das wäre natürlich totales Gift für eure Tomatenpflanzen, weil wir haben ja schon am Anfang gelernt, die Blätter der Tomatenpflanzen müssen trocken bleiben. Warum? Weil ansonsten die Sporen des Braunfäulepilzes, die dann auf den Tomatenblättern irgendwann landen und wenn die dort eine feuchte Oberfläche antreffen, dann ist das perfekt für die und die können dann die Tomatenpflanze infizieren. Wenn die Oberfläche der Blätter schön trocken ist, weil es eine niedrige Luftfeuchtigkeit ist, dann kommen die Sporen auf die Blätter drauf. Und wisst ihr, was passiert? Die sterben einfach ab. Und von daher sollten eure Tomaten niemals in dem gleichen Ökosystem oder in dem gleichen Bereich stehen wie eure Gurkenpflanzen. Man könnte das jetzt natürlich so machen, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt nur ein Gewächshaus, könnte man jetzt hier natürlich Folien spannen, hier wie so einen kleinen Kasten schaffen oder so einen kleinen Bereich schaffen, wo dann die Gurkenpflanzen eingepflanzt werden. Und da könnte man dann natürlich auch noch ein paar Eimer reinstellen, dass da Wasser verdunstet und dann könnte man dann auch die Blätter schön nass sprühen, dass da eine richtig hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Da wachsen die Gurken richtig gut. Aber für eure Tomatenpflanzen wäre das das totale Gift. Und schon sind wir bei Gemüsepflanze Nummer 4, die ihr nicht neben euren Tomaten anbauen solltet. Und das ist Mais. Und da ist einfach das Problem, dass die gleiche Wuchsform haben. Also Tomaten wachsen nach oben, logisch. Und der Mais wächst auch nach oben. Und teilweise kann der Mais richtig groß werden. Ich habe letztes Jahr, vielleicht der eine oder andere weiß, ich war letztes Jahr in Mexiko und dort wurde teilweise tatsächlich Mais mit Tomaten in Kombination angebaut. Habe ich auch noch nie so gesehen. Also wenn, dann muss man das wirklich gut mit den Sorten kombinieren, dass der Mais nicht größer wird als die Tomatenpflanzen und dann die Blätter des Maises die Tomaten abschattet, weil das wäre gar nicht gut, wenn die Blätter der Tomatenpflanzen zu wenig Licht bekommen. Und ein weiteres Problem ist, Mais und Tomatenpflanzen sind beide Starkzehrer und wenn man jetzt nur einen kleinen Garten hat oder vielleicht nur so eine kleine Fläche in so einem Gewächshaus hat, dann laugt das natürlich ordentlich den Boden aus, wenn da wirklich gleich zwei verschiedene Starkzehrer angebaut werden, die dann natürlich jede Menge Nährstoffe aus der Erde rausziehen und da muss dann wirklich im Herbst jede Menge Kompost nachgefüllt werden, dass die Nährstoffressourcen des Bodens wieder aufgefüllt werden. Also das wäre jetzt einfach so eine Kombination. Ist jetzt nicht wirklich so eine Sache, wo man sagt, okay, die schaden sich gegenseitig, aber es wäre einfach ziemlich unklug, die beiden Pflanzen miteinander zu kombinieren. Macht man sich unnötig das Leben schwer. Und last but not least kommen wir zu zwei Gemüsekulturen, die ihr nicht mit euren Tomaten in Mischkultur anbauen solltet. Und das ist auch wieder so ein Punkt, die würden sich jetzt nicht wirklich irgendwie negativ beeinflussen, aber es wäre einfach durch die Wuchsform unklug, die beiden Pflanzen miteinander zu kombinieren. Und das wären einmal die Erbsen. Ihr seht, ich habe hier schon meinen Erbsenzaun aufgebaut. Das bedeutet, die Erbsen wachsen nach oben und die würden dann irgendwie an den Tomatenpflanzen sich nach oben ranken und eventuell, wenn man da zu viele Erbsen oder die Erbsen zu dicht gesät hat, die Tomatenpflanze abschatten. Und eine weitere Gemüsekultur, die man nicht mit Tomaten kombinieren sollte, wären Stangenbohnen. Das ist auch wieder so ein Punkt durch die Wuchsform. Die Stangenbohnen würden sich dann irgendwie an den Tomatenpflanzen nach oben ranken, die dann eventuell abschatten, dass die Blätter der Tomatenpflanzen bedeckt werden durch die Blätter der Bohnenpflanzen. Es wäre einfach so eine Sache, wo man sich einfach nur irgendwelche Probleme schafft, die man wirklich nicht braucht. Haben wir ja 5 Mischkulturen kennengelernt, die wir nicht miteinander kombinieren sollten, also Pflanzen, die ihr nicht neben eure Tomatenpflanzen pflanzen solltet. Ja, jetzt wäre es eigentlich nur zu logisch, wenn ich euch erzähle, was wären denn gute Mischkulturen? Und das mache ich natürlich auch noch. Und da gibt es zuerst eine Gewürzpflanze, die lege ich euch wirklich ans Herz. Die könnt ihr nämlich schön bequem zwischen eure Tomatenpflanzen pflanzen. Das werde ich dann auch machen, wenn es soweit ist. Also wie gesagt, nächste Woche werden die ausgepflanzt. Und dann werde ich hier in die Mitte,
immer eine Gewürzpflanze setzen. Und diese Gewürzpflanze heißt Basilikum. Und Basilikum ist eine wirklich richtig tolle Mischkultur für eure Tomatenpflanzen. Es wird gesagt, wie gesagt, bei diesen Mischkulturen, Leute, ja, wie soll ich sagen, das ist auch viel so Erfahrungswerte, die weitergegeben werden. Und manche von diesen angeblichen positiven Eigenschaften, die dann auf die andere Pflanze übertragen werden, wurden auch noch nie wissenschaftlich bestätigt. Also das wird wahrscheinlich einfach so von Generation zu Generation weitergegeben, aber teilweise gibt es da nicht wirklich eine wissenschaftliche Bestätigung. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn ihr Basilikum neben euren Tomatenpflanzen gepflanzt habt, wird dann der Geschmack der Tomaten besser. Das wird nämlich dem Basilikum oder dieser Mischkultur nachgesagt, dass die Tomaten aromatischer und fruchtiger schmecken. Das wäre ein positiver Effekt. Aber was wohl nachgewiesen ist, dass Basilikum gegen Mehltau wirkt und auch die weiße Fliege vertreibt. Und die weiße Fliege, das ist eine Mottenschild-Lausart. Und die Weibchen legen dann auf euren Tomatenpflanzen bis zu 400 Eier ab. Ja, und dann schlüpfen die kleinen Larven, die sondern dann Honigtau ab und schwächen eure Tomatenpflanze. Also eine Sache, die man überhaupt nicht haben möchte. Von daher, Basilikum kann auf jeden Fall nicht schaden und das kann hier unten schön eingepflanzt werden zwischen die Tomatenpflanzen überall. Und ja, da habt ihr auch noch jede Menge Basilikum. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und wenn es positive Eigenschaften für eure Tomatenpflanzen hat, umso besser, Leute. Und eine weitere Gemüseart, die ihr zwischen eure Tomatenpflanzen pflanzen könntet, was eine richtig gute Mischkultur ist, sind alle Kohlgewächse. Und ihr wisst ja oder kennt vielleicht das Problem, hatten wir letztes Jahr auch, da gibt es den Kohlweißling. Das ist ein Tagfalter und der flattert hier so schön durch die Gegend. Da denkt ihr, och, ist das ein schöner Schmetterling. Und der legt dann seine Eier auf den Blättern eurer Kohlpflanzen ab und dann schlüpfen da jede Menge kleine Larven raus, die dann eure Kohlpflanzen auffressen. Das ist jetzt irgendwie nicht so schön. Kann man entweder durch den Einsatz von Gemüseschutznetzen verhindern oder wie gesagt, ihr pflanzt einfach eure Kohlpflanzen zwischen die Tomatenpflanzen. Und ihr wisst das vielleicht, wenn ihr an den Tomatenblättern so riecht, so, ach, das ist ein Duft, das ist so ein, weiß gar nicht, wie ich diesen Duft beschreiben soll, aber der ist recht intensiv und diesen intensiven Duft, den mag der Kohlweißling überhaupt nicht. Und von daher, wenn hier zwischen die Tomatenpflanzen Kohlpflanzen gepflanzt sind und der hier reinfliegt und dann riecht er das, oh nee, das ist nichts für mich, fliegt wieder raus, macht einen großen Bogen um eure Kohlpflanzen. Ja, Freunde, und wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja Kohl, das ist mir alles zu kompliziert, da traue ich mich irgendwie noch nicht so ran. Also du könntest auch optimal hier zwischen den Tomatenpflanzen könntest du Salat anbauen. Und der Salat hilft auch ein bisschen mit, den Boden vor Austrocknung zu schützen. In Richtung Herbst könnte man zum Beispiel auch noch Spinat anbauen. Das würde auch ganz gut funktionieren. Könnte man schön richtig dicht hier ringsherum um die Tomatenpflanzen sehen. Dadurch wird der Boden vor Austrocknung geschützt. Ist wie dann auch später wie eine Art Gründüngung. Den könnte man dann später auch ins Gewächshaus einarbeiten, wenn man den nicht komplett beernten will. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Also Spinat, Salat wäre toll. Petersilie könntest du hier zwischen die Tomatenpflanzen pflanzen. Das passt ganz gut, weil du weißt ja, wenn man schön, vielleicht einen schönen Tomatensalat macht, dann auch so ein bisschen schön Petersilie mit reingeschnitten. Das ist auch echt wunderbar. Und Petersilie soll wohl auch einen positiven Einfluss auf den Geschmack der Tomaten haben. Und das ist ja so fruchtige Tomaten, Leute, da wisst ihr ja, da geht nichts drüber. Eine sinnvolle Kultur, die ich euch als Mischkultur ans Herz legen würde, wären zum Beispiel auch Buschbohnen. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, Buschbohnen? Hast du nicht gesagt, Bohnen soll man nicht mit Tomaten anbauen? Also genau, es gibt ja die Stangbohnen, also das sind die Bohnen, die nach oben wachsen. Da könnte es dann irgendwie passieren, dass die Bohnen die Tomatenblätter abschatten. Wie gesagt, das ist alles nichts Ganzes, nichts Halbes. Aber es gibt natürlich auch diese Buschbohnen, die wachsen so hoch und dann kann man dann auch schön die Bohnen daran ernten. Und die Buschbohnen sammeln den Luftstickstoff, also die ziehen den Stickstoff aus der Atmosphäre in die Wurzeln hinein. Da gibt es so kleine Knöllchenbakterien, könnt ihr euch mal gerne bei Wikipedia durchlesen. Und der Luftstickstoff wird in den kleinen Knöllchen an den Wurzeln gespeichert. So, das ist quasi eine natürliche Düngung eures Bodens durch die Pflanze. Was ihr beachten müsst,
Der Stickstoff, der da aus der Luft gesammelt wird, wird erst nach und nach freigesetzt. Das bedeutet, wenn ihr dann hier im Herbst Revue im Gewächshaus macht, dann nicht die ganzen Wurzeln rausreißen der Buschbohnen, sondern einfach nur am Stängel abschneiden und die Wurzelknöllchen, also diese kleinen Knöllchen mit dem Luft, mit dem gesammelten Stickstoff, bleiben in der Erde drin und werden dann nach und nach ins Erdreich abgegeben. Also das ist quasi wie eine natürliche Düngung und ja, da habt ihr dann schon nächstes Jahr wieder ein gutes Fundament oder eine gute Voraussetzung für eine richtig tolle Ernte. Ja Leute, sucht euch was aus. Ja, ich habe euch alles auf dem Weg mitgegeben und jetzt könnt ihr euch noch einen kleinen Plan machen. Nächste Woche werden die Tomaten ausgepflanzt und wenn du vielleicht an diesem Folientunnel interessiert bist und da mal einen kleinen Bericht sehen möchtest, was du auf jeden Fall beachten musst, da gibt es nämlich damit ein kleines Problem, dann empfehle ich dir dieses Video. Danke für deine Zeit, viel Erfolg und eine richtig tolle Gartensaison.